Willkommen bei Kfz-Putzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht wieder um Lupo 1.8T GT 28. Ich zeig mal, wie weit ich schon bin. Ach, Jungs, also wenn ich so humpel, ne? Also ich bin der einzige Blödmann, der es schafft, einen Muskelfaserriss im Hintern zu haben. Das ist so, wenn man sich nicht aufwärmt. Nicht, weil ich zu alt bin, man mehrt sich nicht auf. Aufpassen. Wärmen, aufwärmen! Kühler, haben wir ein bisschen schwarz gemacht, das Ganze. Hammer. Und später kommt einmal Stoßstange, also wir haben die Stoßstange so aufgemacht, aber wollen das nicht schwarz halten, damit man das halt nicht so sonderbar sieht, ne? So, Rafet, was ich aber sagen will noch, Jungs, ich habe meinen ersten Prototypen Antizell. Querlenker, die haben wir verlängert, die originalen Antriebswellen haben wir reingemacht. Natürlich sind die Querlenker klein. Ne? Wir haben jetzt zweierlei Probleme gehabt. Das erste Problem war, der originale Traggelenk würde nicht passen mit der Narbe hier, mit dem Federbein, weil der Federbein ist ja auch von A3. Wir haben ja den von A3 genommen, deswegen brauchen wir den Traggelenk von A3. Und der Querlenker gibt es leider nichts Längeres, ich habe nichts gefunden. Also haben wir erstmal einen Prototypen gemacht, einen Querlenker. Sieht man das in Kamera, David? Das ist doch zu dunkel, Aschka. So. Komm mal. Ne? Weil wir haben da jetzt erstmal einen Prototypen gemacht. Und so wird das auf jeden Fall einmal zu einer Firma gehen. Aber wir werden das erstmal fahren. Ne? Wir müssen erstmal fahren, um zu schauen, dass das auch klappt. Weil es geht nicht. Wir können jetzt nicht einfach jetzt hingehen und weil solche Querlenker zu machen, das wird schon ein bisschen kosten. Und du kannst da nicht einfach hingehen und einfach abgeben und die Hoffnung, es ist in Ordnung. Ne? Wir haben den zwar jetzt nach vorne, nach hinten gefahren, versucht zu lenken. Sieht in Ordnung aus, aber man muss den fahren. Es ist auf jeden Fall stabil. Da braucht man keine Angst haben. Ihr seht das. Es wird hier zwei Lager genommen. Also von unten, also 6 mm Stahl genommen, durchgebohrt. Dann hat man hier einmal von Traggelenk das untere genommen und dann auf jeden Fall stabile Schrauben genommen. Ne? Also keine 0815 Schrauben, sehr wichtig. Hier, das war auf jeden Fall, wo ich gemacht habe. Hier ist er ein bisschen kürzer als dort, hier ist er ein bisschen länger, weil er sonst hat er nicht gedreht, der Querlenker. Ne? Ansonsten ist er eigentlich soweit fertig. Querlenker, hier Turbo, Rafet. Turbo haben wir gemacht, der hatte ein bisschen Ölprobleme, zeige ich euch gleich auch. Ja, apropos Turbo, was ich hammergeil finde, also riesen Props an die. Ich habe den Turbo eingebaut, habe die Ölleitung eingebaut und waren gestartet, habe gar nicht drauf geachtet und ja, hat er Öl verloren. Ne? Und dann habe ich geguckt, Gewinde war im Arsch. Und dann habe ich die angeschrieben, obwohl das jetzt 1,5 Monate her ist oder fast 2 Monate her ist. Ich habe gesagt, so und so, der verliert Öl, dann meinte so, weißt du was, ich schicke dir ein neues. Ohne, ey, zeig mir, mach das, mach dies. Also Riesenprops, Respekt, macht auch nicht jeder. Ja, wir machen jetzt gerade einmal die Lackierung noch. Dann machen wir die Stoßstange drauf. Und dann ist der fertig. Ladeluftrohre drauf, Dompipe. Wir werden doch Dompipe 2,5 Zoll nehmen. Doch, mache ich doch. 2,5 Zoll und dann geht's original. So machen wir weiter. Ne? Leitung hinten machen wir noch, Rafet. Die, sag mal schnell. Die Bremsleitung, beide Bremsleitungen noch. Was heißt Bremsleitung? Bremsseile. Sonst werden wir hier noch mal ein bisschen verlängern, noch mal ein Lager reinklatschen. Also das ganze Öl, ne, das war alles hier Bremsflüssigkeit, nicht, dass ihr das denkt. Und die geplatzte Ölleitung war das. Hier werden wir auch noch mal eins verlängern, damit wir richtig Stabilität haben. Und mit den Antriebswellen, ne, ist perfekt geworden. Die Antriebswellen, wir haben einen Zentimeter Platz hier. Das reicht. Natürlich wird der ein bisschen nach hinten gehen, ne, da werden wir. Also wir haben, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben die ganz dicken Querlenker, ach Querlenker sag ich, Antriebswellen. Und ihr müsst euch vorstellen, wir können noch bis zu 1/4 dünnere holen. Also stellt mal vor, da hat man 2 bis 3 cm Platz da. Das ist Bombe. Das reicht auch.
Sonst brauchen wir jetzt nicht viel sagen, wir werden jetzt zusammenbauen. Wir warten halt auf Domepipe, habe ich ein paar Sachen, V-Band habe ich bestellt. Dann habe ich die Rohre bestellt, die werden wir schnell schweißen und dann ist er fertig. Aber das Problem, schaffen wir das vor dem Urlaub? Ihr wisst, ich fahre jetzt in den Urlaub. Das wird eng. Und mit dem S3 sieht es genauso aus, leider. Ja, weil da gibt es irgendwelche Komplikationen mit dem Steuergerät. Da ist der Benni noch zugange. Wissen wir nicht, ob wir den noch vor dem Urlaub kriegen. Also fertig. Hier, Turbo haben wir schon so gut super drauf. Turbowindel habe ich drauf geklatscht. Die Ölleitung habe ich gemacht, Wasserleitung gemacht. Hier hatten wir das Problem mit dem Turbo. Was heißt hatten wir? Wir haben es immer noch. Ich habe es jetzt eine Dichtung gemacht, aber diese Dichtung wird nicht lange halten. Dann ist er wieder undicht. Sonst ist er eigentlich soweit fertig. Wir müssen den noch zusammenbauen komplett. Ölleitung habe ich hier gewartet, das haben wir. Natürlich müssen wir ein bisschen ändern. Wir schauen da, dass wir, ja, die Ladeluftrohre, ne, das wird ja auch so ein Akt. Das wird ja auch nicht so plack und klee funktionieren, das Ganze. Da werden wir auch mal sehen, wie wir das machen. Aber der Ladeluftkühler sieht cool aus. Was sagst du dafür? Ja. Hammer, ne? Ja, Dings, Leitung und so habe ich auch gemacht. Das werde ich auch noch alles zurecht machen. Ne? Ich habe es ja so weit jetzt erstmal so gemacht. Ich muss alles noch fertig machen. Das sind ja ein paar Leitungen, die abgeschnitten wurden, wie Blinker und so. Das muss ich auch noch zurechtbiegen. Ansonsten so viel dazu. Auf jeden Fall, Raffet, das sieht doch krass aus, ja. Ja. Aber wir werden ja, ich komme ja nochmal die Rohre. Das heißt, der wird hier schön ausgefüllt sein. Und Rest, sag ich dir, werden wir ein Gitter oder so drauf klatschen. So, dass man das nicht so sieht. Ja, wir wollen ein Understatement haben. Aber leider, was nützt das? Wir hatten so einen Spalt. Was nützt das? Wenn da nur so wenig gekühlt wird. Ne? Ich bin auch nicht so einer. Ich hasse das eigentlich. Wer so komplett aufmacht und so drauf klatscht, ich mag das eigentlich nicht. Ne? Weil dann hätten wir auch so einen Kühler nehmen können. Ne? Ich bin kein Fan davon. Aber egal, wir haben das jetzt so gemacht, weil ich ja sowieso denke, dieses Auto wird, also ich glaube, dieses Auto wird mehr oder weniger für die Rennstrecke gemacht. Weil irgendwie, seit ich bei Altenhofen war, Viertelmeile mitgefahren habe und das gesehen habe, das hat mich sowas von Anführungsstrichen geil gemacht, dass ich das vielleicht sogar dafür nur mache. Dass ich nur dahin fahre und nur Viertelmeile hoch, runter, geht da kaputt. Egal. Und das Geile ist, wir werden ja am Maximum, wir werden an die Grenzen gehen. Wir werden an die Grenzen gehen, was da geht. Aber Understatement bleibt ja trotzdem. Nur vorne. Vorne wird es halt ein bisschen verraten. Aber ganz ehrlich, da guckt ja auch nicht jeder hin. Ne, Rafet, wenn du jetzt von oben guckst. So, Ladeluftrohr kommt ja ungefähr so rein, das Ganze. Das werden wir so verlegen, so runter. Ich wollte eigentlich von unten machen. Haben wir jetzt nicht so, wir werden jetzt irgendwie so verlegen. Dass das jetzt im Endeffekt so aussieht, werden wir jetzt noch nicht entscheiden. Das werden wir sehen. Es kann auch ganz anders aussehen später. Hauptsache, wir werden das schon irgendwie verbinden. Und einen Kreislauf haben, fertig und dicht. Warten. Ach so, eins muss ich sagen, Jungs, da wo ich den Turbolader habe, ne, also da echt, ich muss da sagen, ich sage jetzt nicht, der Turbolader ist hammergeil. Nein, ich sage, der Typ, der Turbolader, hier zeige ich mal, der Turbolader verliert hier Öl. Verliert hier unheimlich viel Öl, weil das Gewinde kaputt war und ich habe da ein neues Gewinde reingemacht und was ging alles nicht. Ne? Habe ich den angeschrieben, weil es ja 2 Monaten liegt das schon hier. Habe ich angeschrieben, habe gesagt, so und so, das Ding ist kaputt, was können wir da machen? Ne? Der Typ hat gesagt, weißt du was, schick dir Neues. Ne? Nicht, weil ich jetzt hier Kfz-Fuzis bin oder so, weiß er nicht mehr. Ne? Also ich finde das Hammer. Ich werde diesen Turbo auch verlinken. Der Typ ist Hammer. Ne? Ohne, ne? Stell mal vor, ich habe bei YouTube, bei eBay habe ich vielleicht 300 Punte oder so, wie man das nennt. Und der hat mir das einfach so geschickt. Das fand ich gut. Ohne, bau mir das aus, schick mir das rüber, ich guck mir das an und danach erst. Nee, direkt hat er mir geschickt und das finde ich cool. Super Typ. Für mich ist erstmal wichtig, ist der schön auf der Spur? Fährt er sich gut? Haben wir zu schnell, haben wir keinen guten Fahrverhalten? Haben wir zu schnell unser Nachlauf und so, das müssen wir alles sehen. Und wenn das alles stimmt, na, natürlich, der kann, bei Beschleunigen wird er nach links und rechts ziehen. Das ist bei jedem Auto so, ne? Ist ja klar. Aber ich muss erstmal gucken, ob der sich super verhält, weil wir haben hier einen ordentlichen Sturz drin. Ne? Und das werden wir erstmal schauen. Und wenn das in Ordnung ist,
wenn ich mein Go habe und sage, ey, das geht, wir haben da jetzt einige Kilometer damit gefahren, vielleicht fahre ich sogar einmal damit Viertelmeile, mal schauen, ob das hält. Und dann werden wir das zu einem namhaften Hersteller abgeben und sagen, zwei Stück bitte, links und rechts, dann werden wir das einbauen. Und danach werden wir weiter schauen. Ja, so viel dazu. Ich wollte trotzdem mal ein Video machen, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich bin hier nicht fleißig, ich mache es, aber manchmal ist es echt nur so weit, bis uns die Hände gebunden sind und ihr wisst, das ist Low Budget und da wollten wir jetzt nicht irgendwie jetzt einen fertigen Dompipe oder so kaufen, das wollen wir selber machen, darauf stehe ich ja auch, ich will es selber machen und das ist ja auch, ich finde wieso das Schönste, weißt du, wenn du es selber machst, Rafet, ist doch so. Mhm. Ne? Da kann man ja stolz auf sich sein und echt mal sagen, ich habe es selber gemacht. Nicht wie manche andere, die sagen, ey, ich habe es gemacht, ich habe es umgebaut, ich habe es gemacht, ich habe es getan und im Endeffekt haben die es gar nicht gemacht. Versteht ihr? Deswegen, egal, ich habe es selber gemacht, ihr seht die Videos und darauf bin ich dann im Endeffekt stolz. Ob der dann, ob wir dann noch 200 PS haben, juckt mich nicht. Allein der Umbau wird mich einfach stolz machen. Ne? Weil die Leute gesagt haben von Anfang an, ey, das geht nicht, das geht nicht. Ich sage euch mal eins, lasst euch, ehrlich, das ist ein Real Talk, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten sagen, denn das habe ich auch mal ab und zu gemacht, das, ne, ey, du schaffst das nicht und so. Ich wurde auch immer ein besseres gelehrt. Aber Jungs, ich bin so einer, ich sage das vielleicht zu anderen Leuten vielleicht, ey, du schaffst das nicht, weil ich da nochmal dieses paar Prozent aus dir raushole. Versteht ihr? Das sage ich auch. Rafet, zu meinem Azubi sage ich das auch. Das hier oder Ömer oder den anderen oder das. Ihr macht das nicht, ich schaff das nicht, ihr könnt das nicht. Aber dann zeigen die mir, dass sie es können. Versteht ihr dieses Reiz, dieser Arschtritt? Braucht ihr manchmal. Aber lasst euch niemals von einem sagen, lasst euch echt niemals einen sagen, ey, das geht nicht, diese Kupplung passt nicht, dieses Getriebe passt nicht, diese Antriebswellen passen nicht. Jungs, ganz ehrlich, Real Talk, macht es einfach, probiert es einfach, dann klappt das auch. Aber wenn ihr auf einem hört, ne, das ist so wie, als würde ich einen Hate-Kommentar bekommen. Ne, ich kriege 50 Kommentare, was ich irgendwie so liebe von euch, dass ihr mir immer so positive Kommentare gibt. Und wenn einer davon mich beleidigt, Jungs, dann vergesse ich die 80, 50 Kommentare nicht und gehe nur auf den. Nein. Dann scheiß doch, dann ist das so. Du kannst das nicht jedem recht machen. Ist es einfach so. Dann aber denen einfach nur sagen, weißt du was, ist okay, wenn das deine Meinung ist, ist es deine Meinung, wenn du es sagst. Aber dann spornt mich das noch mehr an, um das zu machen. Und das war auch so. Ja, die haben gesagt, ach, das passt nicht, dies passt nicht, das wird nicht sein. Ach, ich kriege das nicht hin. Ach, die Wegfahrsperre, ach das, ach dies. Macht es nicht. Und was ist? Das Ding läuft. Das Ding ist fertig. Brauchen nur noch Dompipe und Ladeluftgehäuse und zusammenbauen. Was dann? Weißt du, und das erfüllt mich viel mehr, als das so gebaut zu haben, als danach die Blicke von denen. Ne? Und wenn die dann in die Kommentare schreiben, Respekt, das ist dann für mich viel mehr wert, als was weiß ich, wie viel Geld ist so. Deswegen lasst euch einfach nicht sagen, ihr könnt es nicht, macht es nicht. Scheiß drauf, was der eine oder andere sagt, zeigt es immer ein. Wenn ihr sagt, ihr habt ein Ziel, ihr habt ein Ziel, ihr wollt das machen, dann macht das auch. Aber hört nicht auf einen. Wir sehen uns hoffentlich nach dem Urlaub. Aber keine Angst, ich werde ein, zwei Videos hochladen. Die sind in Mache. Also nächste Woche bin ich weg und ich werde bis dahin Videos raushauen, was es geht. Ich habe schon ein paar Videos gedreht. Die Videos werden alle kommen. Und was das Geilste wird, ich sage euch nur, es wird eine fette Überraschung geben, was ich in der Türkei mache. Es werden zwei Videos gedreht in der Türkei. Und glaubt mir, sowas habt ihr noch nie gesehen. Und das wird krass. Ich sage euch nur, zwei Videos werde ich drehen. Wenn es klappt, das eine ist schon mal safe. Das andere müssen wir noch gucken, dass wir die Genehmigung dafür kriegen. Und das wird krass. Also, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns in alter Frische bei dem nächsten Video. Und ja, geht zum Freibad oder eine kalte Dusche. Das mache ich jetzt. Ciao, bis dann. Wie heiß ist das hier, Rafet? Ja, heiß. Boah, ey, ich gehöre so heiß, Videos zu drehen. Ne? Du bist ja voll am Schützen. Ja, warum sagst du immer 3, 2, 1 und dann weiß ich nie, wann du anfängst? Fängst du bei 1 an oder fängst du
3, 2, 1 und dann an. 3, 2, 1 und dann fange ich an. Ja, warum? Mach doch einfach. So wie bei einem Hollywood-Film. Ach, das doch auf, so. Alter. Wenn die Ersatzteile auch kommen. Also wer schafft das schon, Muskelfaserriss am Hintern zu kriegen, ja? Ich hab Muskelfaserriss, ey, das tut so weh. Ja? Ja. Egal.